Kapitel 7. Rainbow Dash lag in ihrem Bett und las die Biografie, welche sie von Twilight bekommen hatte. Sie war ziemlich umfangreich und bot mehr als so manches Geschichtsbuch. Im Grunde ließ sich die Biografie auf folgende Fakten reduzieren. Thundersky wurde als ältester von drei Kindern, er hatte zwei Schwestern, in Cloudsdale geboren und beide Elternteile waren Pegasus-Ponys. Seine Mutter, Softwind, war eine klassische Hausstute und kümmerte sich um Haushalt und Kindererziehung, während sein Vater, Skyline, Beamter im Dienste der Stadt war. Seine schulischen Leistungen waren überdurchschnittlich und stets im oberen Viertel, galten aber nicht als außergewöhnlich. Auf Wunsch seines Vaters lernte er nach Beendigung der Schule ebenfalls den Beamtenberuf und nach seiner Ausbildung trat er schließlich der königlichen Garde bei. Schon während seiner Grundausbildung fiel sein hohes Maß an Disziplin und seine hohe psychische Belastbarkeit auf. Diese Eigenschaften sollten ihm später ebenfalls zum Sieg verholfen haben. Schnell kletterte er die Karriereleiter herauf und galt als einer der jüngsten Captains in der Geschichte der Garde. Als der dunkle Drache angriff, war er in dem mehr als 400 Kilometer weit entfernten Philadelphia, welches damals noch nicht die Metropole von heute war. Eigentlich führte erst der Neuaufbau der Stadt dazu, dass sie sich zu dieser riesigen Stadt entwickelte, welche sie nun ist. Unter dem Kommando des Einhornponys Major Precious stationiert, war es doch Thundersky, der die Garde zum Sieg führte. Danach wurde er zum Major befördert und vollrichtete 2 Jahre lang seinen Dienst im Schloss von Canterlot und übernahm darauf folgend für 10 Jahre die Leitung der Grundausbildung der Kadetten, bis er sich dann zur Ruhe setzte. Sein heutiger Aufenthaltsort war unbekannt, doch gab es Gerüchte, dass er sich in den Bergen nahe Canterlot niedergelassen haben soll. Vieles wusste Rainbow Dash schon. Neu war, was nach dem Kampf gegen den dunklen Drachen passiert war. Doch einige Sachen verstand sie immer noch nicht. Es wurde immer berichtet, dass er den dunklen Drachen besiegte, aber es stand nirgends, wie genau er das tat. Es wurde nur noch erwähnt, dass er die Kreatur in die naheliegenden Berge lockte. Doch was dort genau passierte, war im Großen und Ganzen unbekannt. Was ebenfalls seltsam war, dass sein direkter Vorgesetzter bezüglich des Kampfes keinerlei Bedeutung mehr hatte. Der letzte Befehl von Major Precious war die Evakuierung von Philadelphia. Danach hörte man nichts mehr von ihm. Was Rainbow Dash weiterhin verwunderte, war, dass Thundersky ab da seinen Dienst nur noch auf der Erde vollrichtete. Sie fand dies schon immer etwas seltsam, dass ein Pegasus-Pony mit solch einer Vorgeschichte nur noch am Boden tätig war. Die Grundausbildung wurde immerhin auf der Erde durchgeführt, da jedes Pony, egal ob Pegasus, Einhorn oder Erdpony, dieselbe Grundausbildung durchlief. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, Thundersky vor Beginn der Grundausbildung, welche in einem Monat beginnen würde, zu finden und ihn persönlich zu fragen, was damals passiert war. Zusätzlich nahm sie sich vor, nicht in die Berge zu fliegen, sondern zu Huf zu gehen. Die Grundausbildung fand auf der Erde statt und einem Pegasus-Pony war es dort verboten, seine Flügel zu benutzen, genauso wie ein Einhorn-Pony nicht seine Magie einsetzen durfte. Also sah sie diese Reise auch gleich als Training an. Doch bei solch einem Unterfangen bedürfte es einer gründlichen Planung und niemand war dafür besser geeignet als ihre Freundin Twilight. Diese übernahm mit Begeisterung die Aufgabe und erstellte zu Spikes Leidwesen eine Liste. Einer der ersten Punkte auf der Liste war passende Kleidung. Der Sommer war zu Ende, die Nächte wurden wieder länger, die Tage kürzer und besonders in den Bergen konnte es ziemlich frisch werden. Also, nächster Stopp, Rarity. Diese war von der Idee mit der königlichen Garde immer noch nicht begeistert, doch lag es in ihrer Natur zu helfen. Das Einhornpony war eine Künstlerin und somit sollte jedes Kleidungsstück, welches sie herstellte, ein kleines Kunstwerk sein. Zu Rainbow Dashs Glück verstand Rarity darunter nicht nur modischen Schnickschnack mit bunten Farben und ausgefallenen Designs, sondern auch funktionsorientierte Kleidung. Sie fertigte für Rainbow eine braune Jacke aus widerstandsfähigem Kunstleder an, welche sie leicht ausstopfte, damit sie in den kalten Bergen das Pegasus-Pony warm hielt, aber sie nicht in ihrer Bewegung einschränkte. Links und rechts brachte sie noch 2 große Taschen an und auch 2 Löcher für Rainbow Dashs Flügel. Auch wenn sie diese nicht benutzen wollte, hieß das nicht, dass Rainbow Dash diese Jacke nicht auch später noch einmal anziehen wollte, insofern das Kleidungsstück diese Reise heil überstehen sollte. Und nebenbei sah die Jacke auch noch sehr modisch aus. Als nächstes stand Erste-Hilfe-Material auf der Liste und gleich darunter Tiersitter für Tank besorgen. Mit beidem konnte Fluttershy dienen, welche ihre Freundin mit Verbänden und Salben ausstattete und versprach, während Rainbow Dashs Abwesenheit, sich um ihr Haustier zu kümmern. Der vorletzte Punkt war Proviant. Diesen bekam sie von Applejack. Rainbow Dash verstaute ihn in ihrem pinken Rucksack, in dem sie auch Scooterloo transportiert hatte. Auf der Farm von Applejack verabschiedete sich Rainbow Dash dann von ihren Freundinnen. »Und du willst wirklich in die Berge, ohne deine Flügel zu benutzen?« »Ach, das wird ein Kinderspiel für mich. Und wehe, ihr folgt mir, wie wir es damals bei Spike gemacht haben.« »Hä? Wann seid ihr mir denn gefolgt?« »Ist nicht so wichtig, Spikey-Wikey«, sagte Rarity schnell und wandte sich dann wieder an Rainbow Dash. »Ich finde es immer noch eine dumme Idee, der Garde beizutreten.« »Wieso willst du nicht, dass ich der Garde beitrete?« »Ich habe einfach Angst, dich zu verlieren. Weißt du, der Bruder meiner Großmutter mütterlicherseits war auch bei der Garde und eines Tages kam ein Offizier und sagte ihr, dass er nicht wiederkommen würde.«
Wie? Er ist gestorben? Der dunkle Drache hat ihn geholt. Dies erschreckte Rainbow Dash. In den Geschichtsbüchern stand eigentlich nie etwas über die Verluste, wobei auch nie erwähnt wurde, dass es keine gab. Doch würde dies zum Beispiel das plötzliche Verschwinden von Major Precious erklären? Rainbow Dash legte ihren rechten Huf auf Rarities Schulter. Ich verspreche dir, dass meinetwegen nie ein Offizier kommen wird, um solch eine Nachricht zu überbringen. Dann viel Glück, Soldat. Du willst wohl immer noch nicht einsehen, dass ich zur Garde gehe. Ich will nur, dass du wieder heil nach Hause kommst. Rainbow Dash schaute Applejack für eine Sekunde schweigend an. Keine Sorge, ich komme wieder zurück zu dir... euch. Wie bitte? Ich sagte, ich komme wieder zurück zu euch. Ach so, das letzte Wort hatte sich so komisch angehört. Nun wurde es Zeit für den vorletzten Punkt. Eine Abschiedstorte vom Sugarcube Corner. Pinkie Pies, ich will die Sache von vor einem Monat wieder gut machen, drang, sorgte dafür, dass sie eine Torte mitbrachte, welche für halb Ponyville gereicht hätte. Neben ihren eigentlichen Freunden waren auch Scootaloo, Applebloom und Sweetie Belle anwesend und am liebsten wäre das Pegasus-Fohlen mit ihrem großen Vorbild mit in die Berge gegangen. Doch das wäre wohl viel zu gefährlich gewesen. Die Abschiedsparty ging nicht besonders lange, da Rainbow Dash für ihre Aktion, die morgen früh starten sollte, ausgeruht und fit sein wollte. Doch bevor alle gingen und Rainbow Dash ihre Freunde für eine unbekannt lange Zeit nicht mehr sehen würde, wurde es an der Zeit für den letzten Punkt auf der Liste: Gruppenumarmung.